Ja, der Vorlauf lief schon super. Ich denke, das werde ich nochmal um den Dreh so machen. Es geht ja um die Quali jetzt und dann möchte ich bei der WM noch schnell schwimmen. Ich fühle mich gut und bin sehr gespannt, was ich gleich mache. Gut zu erkennen an der grünen Badekappe. Die Unterwasser auch nochmal von Helge Meef, der richtig gut gestartet ist, genau wie Dominik Keil von der SG Essen auf Bahn 1. So wichtig, diese Phase des Starts, genau wie die Wenden mit den Delfin-Kicks. Wir haben es gesehen bei Olympia, was die Besten der Welt imstande sind zu leisten, wenn sie von der Wende hinwegschießen. Wie ist die Durchgangszeit für Helge Meef? 26.00, sehr schnell unterwegs, schneller als im Vorlauf. Das war etwa die Zeit, die im Bereich des Europarekords liegt. Helge Meef, klar vorne, liegt richtig gut, stark auch Dominik Keil, der zeitgleich mit Meef an der Wende war, jetzt aber ein bisschen zurückfällt. Meef klar unter WM-Norm, das ist die schwarze Linie, aber wie schnell ist die Zeit von Helge Meef? 53.08, neuer deutscher Rekord. Ganz knapp nur am Europarekord vorbei. Um 1500stel Sekunden. Helge Meef hat sich in die Weltspitze zurückgemeldet mit dieser Zeit. Nach seiner desaströsen Leistung bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. Jetzt ist er wieder da. Und die Frage ist, kriegt er das auch mal hin beim Großereignis wie eine Weltmeisterschaft der Helge Meef? Das ist die große Frage, die sich stellt, Alex. Das war schon enttäuschend, was Helge Meef angeboten hat bei den Olympischen Spielen, auch bei der WM zuvor. Jetzt gilt es einfach mal, diese Zeiten, die er hier schwimmt, in Rom zu bestätigen. Und nur dieses Ziel kennt der Mann, der für die SG Frankfurt startet, aber inzwischen in Magdeburg lebt und trainiert. Ja, ist seiner Freundin Antje Buschulde gefolgt nach Magdeburg. Er hat so viel Potenzial. Sein Vater dreimal Europameister. Davon kann er nur träumen bislang. Einen Titel hat er geschafft auf europäischem Niveau. Schauen Sie mal an. Die Entfernung. Dominik Keil als Zweiter über der Norm. Hat sich also nicht qualifiziert für die Weltmeisterschaften. Schade. 3/10 nur fehlten da. Aber Helge Meef mit einer wirklich ausgezeichneten Leistung. Das war schon ein echter Paukenschlag jetzt hier. Und das, obwohl er weniger trainiert, wie er ganz ehrlich sagt, als in dem letzten Jahr weniger gemacht hat. Er weiß, dass auch bei ihm der Anzug eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Aber er klagt trotzdem über Schmerzen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum deutschen Rekord, Helge. Also am Ende ist es ja immer noch der Schwimmer, der da drin sitzt in so einem Anzug, oder? Das tut auch genauso weh. Es ist nur ein bisschen schneller fertig, aber es tut völlig weh. Jetzt ist es ja so, dass Sie gewechselt haben, ein bisschen das Training verändert haben und plötzlich läuft es wieder. Erklärung dafür? Naja, ich habe den Fokus noch mehr auf der Uni jetzt liegen. Sprich, ich habe schon eine große Ablenkung natürlich vom Schwimmsport. Ich mache mir nicht mehr so viel Gedanken darüber. Und im Training, sagen wir mal, habe ich es dahingehend verändert, dass ich wesentlich mehr Rücken geschwommen bin als vorher. Ja, aber ich denke, es ist vor allem so ein bisschen die Lockerheit und dann natürlich die Hilfe durch die Anzüge. Dann pflegen Sie die Lockerheit und lassen Sie sich helfen, auch bei den Schmerzen. Danke, Herr Gemüse.